Mysterienschulen leben von Mysterien. Mysterien, Mindfuck und Magie. Willkommen in der Anderswelt. Wir schließen gleich an aus den Freimaurern oder von den Freimaurern zum Rosenkreuzertum. Du bist ja auch Rosenkreuzer. Sind die Rosenkreuzer der magische Arm der Freimaurer? Was ist da los? Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Dazu muss man sich mal anschauen, wie die Rosenkreuzer entstanden sind. Aber bevor ich anfange, vielleicht auch hier, ich spreche natürlich wieder nur für mich, meine Erkenntnisse, Erfahrungen, meine Meinung. Ich spreche nicht für Orden und Gesellschaften, denen ich vielleicht angehöre. Die Rosenkreuzer sind erstmals in Erscheinung getreten 1614 mit der Fama Fraternitatis. Das sind die sogenannten älteren Rosenkreuzer. Gleich ein Jahr später erschien die Confessio Fraternitatis und ein Jahr später die Chemische Hochzeit. Das sind Texte, die sehr symbolhaltig sind. Ja, man könnte so sagen, wenn du gleich in die Fama willst, irgendwie die Fama Fraternitatis beschreibt letztendlich den Weg eines Eingeweihten, nämlich dem Christian Rosenkreuz, wie er den Orient bereist, zurückkehrt, Geheimwissen mitbringt, über mehrere Stationen reist, letztendlich eine Reise um ein Meer vollzieht, um ein Wasser, was im mystischen Zusammenhang eine gewisse Rolle spielt, und dann zurückkehrt und eine Gesellschaft, nämlich die vom Lüblichen Rosenkreuz, begründet. Die älteren Rosenkreuzer sind entstanden, oder die Schriften sind entstanden, um Valentin Andrej und dem Tübinger Kreis. Da muss man vielleicht auch wirklich mal in die Zeit sehen, was da passiert ist und was man gewollt hat in dieser Zeit. Wir hatten zwei starke religiöse Strömungen, nämlich den Katholizismus und die Protestanten. Und auch der Protestantismus war schon erstarrt in einem groben Dogmatismus. Und da war nicht mehr viel Bewegung drin. Das hat die Geister dieser Zeit durchaus getrieben und bewegt und hat zu einer neuen Reformation letztendlich angeregt aus entsprechend progressiven Kreisen, insbesondere aus den intellektuellen Kreisen dieser Zeit, die zu der Zeit sowieso eine ganz besondere Art und Weise hatten zu denken. Dort war es zum Beispiel, wenn dir jemand etwas nicht erzählt oder ein Wissen nur andeutet, bist du davon ausgegangen, dass der bestimmt riesig was weiß. Mhm. Und so konnte die Fama auch greifen und diesen Zeitgeist aufgreifen, denn sie versprach letztendlich einen Heilsweg. Also sie hat ein Bild entworfen von einer Gesellschaft von Wissenden, die Reformation vielleicht auch konsequent weitergetrieben haben und eine neue, bessere Welt machen können. So, das ja, vereinte so. Aber erstmals dabei schon Gedanken der Hermetik, der Alchemie und der Kabbala. Das hat es so in dieser Kombination in einem System, das beschrieben wurde zumindest, denn hat es das noch nicht gegeben, aber die älteren Rosenkreuzer um André hatten keine organisatorische Form, wie sie hatten vermuten lassen. Sie waren also, die haben sich nicht irgendwo, wir sind die Rosenkreuzer, wir treffen uns, wir machen all das, was wir geschrieben haben. Das ist der geheime Bund. Genau. Könnte man sagen, sie haben sich ihre eigene Utopie herbeigeschrieben? Ja, könnte man sagen. Und auch ihren eigenen Mythos. Sie sind letztendlich literarisch in Erscheinung getreten und haben genau das eigentlich getan. Ja. Das kann man so sagen. Und sie verschwanden aber auch relativ schnell. Der 30-jährige Krieg kam auf und ich sag mal so 1625 waren die älteren Rosenkreuzer schon wieder Geschichte. Wobei die ganze Geschichte vielleicht sogar etwas früher anfing, weil wir wissen, das dritte Werk hat die Chemische Hochzeit, nämlich hat André schon viel früher geschrieben. Das hat er schon als Jugendlicher geschrieben und es lagen bereits 1604 handschriftliche Ausgaben davon vor. Auch die Fama soll etwas früher vorgelegen haben, wobei die Fama Fraternitatis nie als einzelnes Buch erschienen ist, sondern als Teil eines größeren Sammelbandes. Ah, okay. Und die Confessio wurde in der Fama bereits angekündigt und sehnsüchtig erwartet.
denn die Confessio Fraternitatis war die Verteidigungsschrift zur Pharma. Mhm. Während die Schwymische Hochzeit eher ein allegorischer Roman ist, der sehr viel mystisch-alchemistische Elemente enthält, der nochmal letztendlich das Leben des Christian Rosenkreuz und den Prozess der Vervollkommnung beschreibt, in hochgradig allegorischer Form. Alle drei Bücher sind nicht ganz einfach zu lesen, aber sehr inspirierend. Christian Rosenkreuz hat es als historische Figur aller Voraussichten nie gegeben. Das kommt jetzt darauf an, wen du fragst. Also wenn du Rudolf Steiner fragen würdest, dann ja. Wenn du einen Historiker fragen würdest, dann nein. Auf jeden Fall verortet ihn Pharma und Chemische Hochzeit im 14. Jahrhundert. So ein Prototyp eines Eingeweihten. Ja, ganz genau. Und der so als Identifikationsfigur gedient hat für diese intellektuellen und an einer besseren Gesellschaft orientierten und magisch interessierten Menschen. Und sein Lebensweg als allegorischer Initiationsweg. Man kreiert sich sozusagen eine Art Vorbild, an dem man sich, oder Urvater, an dem man sich orientieren kann und auch ähnlich wie bei der Freiheit, also in dessen Tradition man sich stellt und wenn man die Tradition halt begründet, indem man einen Mythos schafft, ja. Ja, oder vielleicht auch real existierende Personen und Erkenntnisse halt, wie das bei Mythen oft so ist, halt, da werden schon Dinge zusammengemischt, die schon auch ihren realen Ursprung haben. Ne? Ja. Mhm. Also es ist letztendlich schon eine Legende, die einen Weg aufzeigt, aber auch ein sehr symbollastiges, allegorisches System, wie die Schwymische Hochzeit es beschreibt. Es lässt sehr vieles offen, es ist in vielen Dingen auch unrund, so werden zum Beispiel genannt, wenn es gibt eine Abhandlung von Regeln, die, wenn du sie beachtest, dich befreien werden. Da wird von einer gewissen Zahl von Regeln gesprochen, die aber nie erreicht wird. Da ist nur die Hälfte der Regeln vorhanden. Es ist ein Buch, es sind Bücher, die ein langwieriges Studium erfordern, wenn man sie durchdringen will, und auch sehr viel meditative Arbeit. Wenn man sie einfach mal so runterlesen möchte, ist das der falsche Lesestoff. Andrej selbst hat sich später davon distanziert. Also erst hat er es geleugnet, hat gesagt, nee, ich habe nichts damit zu tun. Irgendwann später hat er dann gesagt, naja, vielleicht habe ich doch ein bisschen was damit zu tun gehabt. Aber jetzt will ich nichts mehr damit zu tun haben, vor allem nicht mit den Leuten, die das jetzt gut finden. Und er selbst, muss man wissen, hat das ja eher mit dem Tübinger Kreis in Studentenjahren auf den Weg gebracht, ist dann später innerhalb der protestantischen Kirche aufgestiegen bis in höhere Ämter, und das passte vielleicht auch nicht mehr so gut. Auch ein bisschen vielleicht die jugendliche Sturm- und Drangzeit, wenn man so will. So hat Andrej versucht, sich rauszureden zumindest. Ja. Auf jeden Fall war dann erstmal Schluss mit den Rosenkreuzern aus Tübingen, auch eben die älteren Rosenkreuzer genannt. Es gab ein kurzes Aufblühen von Nachahmern in Frankreich als auch in Prag, bis es dann, ich meine so Mitte des 17. Jahrhunderts, auf die mittleren Rosenkreuzer kam, die in der sogenannten masonisch getragenen Phase auftraten. Und da sind wir da, wo deine Frage hinzielte jetzt endlich, nämlich, dass im England dieser Zeit führende Figuren, die prägend für die Freimaurerei waren, durchaus gleichzeitig rosenkreuzerischen Gedanken anhingen. Das ging sogar so weit, dass sie eine erste Organisationsform fanden, das Haus Salomones. Mhm. Was natürlich in der Masonic Hall unter den Dächern der Großloge stattfand. Aber grundsätzlich als quasi separate Organisation, soweit man das trennen kann, oder? Nein, aber die Mitglieder waren größtenteils Freimaurer. Und es waren auch größtenteils die gleichen Leute, die wie Elias Ashmole zum Beispiel, der in der Freimaurerei früher immer als der erste spekulative Maurer hochgehalten wurde. Wir wissen heute, er war es nicht. Aber er war ein sehr früher spekulativer Maurer, und auch Elias Ashmole war auch der Gründervater dieser mittleren Rosenkreuzer, kann man heute sagen. Und das hat alles unter dem Dach
der Freimaurer stattgefunden, die ganze Geschichte. Und es waren auch die gleichen Leute, die die Royal Society initiiert haben. Mhm. Da ist auf jeden Fall eine Befruchtung zustande gekommen, wie weit die reichte und in welche Richtung, ob sie nicht auch in die Gegenrichtung verlief, ist heute ganz, ganz schwer zu sagen. Aber auch die mittleren Rosenkreuzer verschwanden wieder von der Bildfläche. Und jetzt sind wir ungefähr 100 Jahre weiter, so Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Gold- und Rosenkreuzer auftauchten. Die Gold- und Rosenkreuzer, es gibt eine Schrift von Richter, die letztendlich, die schon etwas früher als Mitte des 18. Jahrhunderts auftrat, die erste Richtung angab und auf die sich die Gold- und Rosenkreuzer auch gestützt haben. Wieder war die Entwicklung in Deutschland. Und auch hier entstand eine Nähe zur Freimaurerei, nämlich zu der Zeit, als die Rosenkreuzer auftraten, die Gold- und Rosenkreuzer, war noch der sehr aufgeklärte Friedrich II. Am Werk. Mhm. Dann kam sein Neffe als Nachfolger, Friedrich Wilhelm II., der eher gegenaufklärerische Strömungen bevorzugte und ein Freund von Okkultem und Mystischem war und sich von den Gold- und Rosenkreuzern letztendlich oder sich für diese hat begeistern können, dort aufgenommen wurde und natürlich zu der Zeit dann auch in die Großloge 3WK getragen hat, wo eine Verbindung dann durchaus auch stattgefunden hat. Und auch der Versuch einer Zusammenführung. In dieser Zeit haben wir noch den ganz interessanten Prozess, dass in der Freimaurerei die sogenannte strikte Observanz vorherrscht. Ein System, was sich auf die Tempelritter bezogen hat und das vor dem Zerfall stand. Die strikte Observanz war also dabei zu zerfallen und zwei Organisationen haben versucht, die Nachfolge anzutreten. Das waren zum einen die Gold- und Rosenkreuzer mit ihrer gegenaufklärerischen... Also gegenaufklärerisch... mystisch orientiert, okkult orientierten, esoterisch orientierten. Das ist ja etwas, was dem aufklärerischen Ideal dieser Zeit durchaus entgegenstand. Ja. Und auf der anderen Seite die weißhauptschen Illuminaten, wobei hier Knigge und Ditford sehr treibend waren und versucht haben, letztendlich die strikte Observanz zu übernehmen oder diesen Platz auszufüllen, die strikte Observanz. Was ist die strikte Observanz? Wie gesagt, ein freimaurerisches System, was sehr verbreitet war in der Zeit und sich auf die Tempelritter zurückführte. Und da gab es das sogenannte Konvent zu Willemsbad 1782, wo die Illuminaten auch tatsächlich versucht haben, diese Übernahme durchzuziehen. Die Rosenkreuzer waren schon vorher gescheitert und es aber nicht vermocht haben. Die Freimaurerei wurde zu dem Zeitpunkt reformiert und das kann man in die eine oder andere Richtung bewerten. Es war auf jeden Fall ein Einschnitt in der kontinentalen Freimaurerei. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass diese Unterscheidung zwischen aufklärerischen Bewegungen und Gegenaufklärung. Das wird ja oft so die Illuminaten, Verschwörungstheorien und so weiter, aber das wird ja dann oft vermischt. So auf der einen Seite, das sind die, die total aufgeklärt sind und die quasi völlig rationell argumentieren oder völlig materialistisch unter Anführungszeichen. Und genau denen wird und immer denen werden die okkulten geheimen Rituale und Anbetungen von irgendwelchen Dämonen oder sonstigen Dingen unterstellt. Also das geht sie, wenn, dann wären es ja dann die goldenen Rosenkreuzer gewesen, wenn man das so unterscheiden mag, aber ebenso also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass sich da einfach aus der Grundhaltung schon da dieser komplette Widerspruch ergibt und eben dieser Streit am Faktor Mystik, Esoterik, Aufklärung, Gegenaufklärung sich gedreht hat und die Idee, dass die Illuminaten die sind, die in schwarzen Roben herumrennen und mit Kerzenschein irgendwelche Dinge anrufen, das geht sich hinten und vorne einfach nicht aus. Ne? Ja, das kann man so mal klarstellen. Ne? Also, aber auf jeden Fall haben am Ende beide Schiffbruch erlitten. Die Gold- und Rosenkreuzer starben letztendlich mit Friedrich Wilhelm II. Die Illuminaten haben sich auch in die Flecken gekriegt und da ging es auch nicht weiter. Und so starben auch die Illuminaten. Zumindest offiziell, was sich dann an einzelnen Leuten und so weiter, das sind nochmal ganz andere Geschichten. Genau, also da sind wir im sehr spekulativen Bereich dann aber auch schon. Dann gab es wieder Ruhe
Und schauen wir mal wieder fast 100 Jahre weiter, weil die 100 Jahre weiter, das ist auch in der Pharma ja sehr, sehr spannend, da ist von 120 Jahren die Rede, aber hier sind wir tatsächlich 100 Jahre weiter, hier sind wir jetzt ungefähr 1867, wo sich die ersten modernen Rosenkreuzer formierten. Ich habe den Eindruck, das ist so wie eine Art Ideal oder wie eine Utopie, die einfach nicht totzukriegen ist und die vielleicht auch mal unterirdisch oder unsichtbar so weiterschwebt und dann wieder zum Vorschein kommt. Oder halt der Same wieder zum Erblühen kommt. So wirkt das auf mich. Wenn man die Idee der Pharma nimmt, sind wir auch hier auf einer Heldenreise. Mhm. Was ja auch ein Thema ist, wo ihr schon dran wart. Und es scheint ein Grundbedürfnis zu sein, diese Reise anzutreten. Und die Rosenkreuzerei ist, glaube ich, ein Weg, auch wenn es die Rosenkreuzerei nicht gibt. Es gibt den Rosenkreuzer, es gibt verschiedene Orden und Gesellschaften, derer ungefähr 400 heute. Aber das scheint trotzdem ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein, was eine Weile unoffenbart sein kann, aber dann immer wieder an die Oberfläche tritt. Und was natürlich auch immer so ein bisschen dieses, man muss auch unterscheiden, dass eine Idee, die sich über die Geschichte fortsetzt, heißt nicht zwingend, dass da im Hintergrund geheime Geheimbünde im Verborgenen arbeiten und dieses Geheimnis im Untergrund weitergeben, damit es dann 200 Jahre später, so funktioniert der Mythos nicht, so funktionieren Ideen nicht. Also das ist eine ganz andere Art, fast schon eine ein bisschen animistische Sicht auf die Welt. Eine Idee, die eine Agenda hat, und wenn sie gerade niemanden hat, durch den sie wirken kann, dann verlischt sie wieder oder geht im Winterschlaf. Die Idee geht in den Winterschlaf oder geht in den Untergrund und tritt irgendwann wieder hervor. Sehr schönes Bild. Kann man, denke ich, sehr gut auf die Rosenkreuzer anwenden. Wie gesagt, dann 1867 kam es wieder zu Gründungen. Wir sind wieder in England. Die Societas Rosicruciana in Anglia, die wir angesprochen haben, formierte sich als erste Organisation der modernen Rosenkreuzer, und es folgten viele weitere. Die größten, die heute bekannt sind, findet man fast in jedem Land. Die SRIA ist sicher die älteste. Die größte ist wahrscheinlich der AMROC, der sich 1915 durch Spencer Lewis in New York halt formierte. Und es gibt viele weitere. BOTA oder das Lectorium Rosicruciana. Die Wege sind etwas unterschiedlich, also auch anders als vielleicht in der Freimaurerei, wo es einen Regularitätsbegriff gibt, haben die Rosenkreuzer so etwas nicht. Es gab zwei Anläufe, das zu versuchen, zumindest die Größten an einen Tisch zu bringen, das ist aber nicht erfolgreich gewesen. Und wie ich vorhin sagte, fast 400 Organisationen proklamieren den Begriff Rosenkreuzer heute für sich, er ist nicht geschützt. So wie das Freimaurertum auch nicht geschützt ist, muss man dazu sagen. Das ist richtig. Also jeder kann sich Freimaurer nennen und jeder kann seine Freimaurerorganisation gründen oder kann sich zum Rosenkreuzer erklären. Das heißt nichts grundsätzlich, ne? Erstmal nicht. Mhm. Und speziell zwischen der SRIA und den Freimaurern gibt es eine Verbindung? Da gibt es eine Verbindung. Die SRIA nimmt aus der Historie nur Freimaurermeister auf. Du musst also regulärer Freimaurermeister sein, um überhaupt bei der SRIA anzuklopfen. Das hat man gemacht, da Freimaurer, oder man vermeintlich Freimaurern zugetraut hat, auch symbolische Allegorien von vornherein greifen zu können, weil sie es halt gelernt haben aus dem Ritualkontext ihres freimaurerischen Werdeganges. Und diese Organisationen der modernen Rosenkreuzer greifen auch auf völlig unterschiedliche Gradsysteme zurück. Oft sind es 9 oder 10 Gradsysteme, es gibt aber auch andere. Und auch die Bezüge sind über die Rosenkreuzerschriften der älteren Rosenkreuzer, die die meisten zugrunde legen, auch sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die haben ihren Schwerpunkt auf der Alchemie, andere haben die ägyptischen Bezüge ganz vorne, andere sehen sich in der christlichen Mystik, gnostisch sind sie alle ein wenig, aber da gibt es große Unterschiede und es gibt auch große Unterschiede dessen, was von den Mitgliedern erwartet wird. Das kann sein, dass man nur einen theoretischen Unterricht erfährt, mit einer rituellen Begleitung im späteren Orden. Das kann sein, dass man von vornherein in einem rituellen Kontext steht. Das kann
auch sein, dass man nur rituell arbeitet, ganz, ganz unterschiedlich. Oder im Briefstudium steht. Sondern du weißt irgendwo hin, keine Ahnung, deinen monatlichen Beitrag kriegst. Auch das kriegst. Da lernt das Tarot die nächsten 10 Jahre statt auf dir. Was ich so von all dem, was du jetzt da erzählst, raushöre, ist schon, dass da der Bezug zur Magie deutlich stärker spürbar ist als in der Freimaurerei. Ich weiß schon, gibt es nicht so allgemein. Aber genau, also die Rosenkreuzerei gibt es auch nicht. Ich kann mal das vielleicht beschreiben für meinen Orden. Der Vorstand der SRIA trägt den Titel Supreme Magus. Mhm. Beantwortet das deine Frage? Ja, okay. Nicht zwingend, aber kann sich auch einfach klar. Titel umändern. Ja. Weißt du, was du meinst? Das heißt auch, also du als Rosenkreuzer arbeitest auch magisch. Ja, ich sehe das so. Mhm. Ja. Wie sieht diese Arbeit aus? Gibt es da Paraphernalia wie bei den Freimaurern? Kommt wiederum auch auf Orden oder Gesellschaft an. Mhm. Es ist in meinem Orden etwas rudimentärer. Da zählen aber auch mehr die Wahrnehmung dieser rituellen Form als das Sammeln von irgendwelchen rituellen Regalia oder Paraphernalia. Da steht tatsächlich, was es in dir macht, im Vordergrund, wobei es auch Paraphernalia gibt. Aber die Grundidee ist eher auch die einer mystischen Tradition, weniger einer magischen Tradition, wie man sich das vorstellt, so einfach den Alltag meistern im Sinne von, ich zaubere jetzt dafür, dass ich einen Parkplatz bekomme oder für einen neuen Job. Also es ist weniger so der Fokus auf einer Interaktion mit der Welt, auf die Welt mitzugestalten oder Erfolgsmagie, sage ich mal, sondern tendenziell eher in der Illuminationsmagie? Oder? Ja, also das Ziel ist schon die Unio Mystica. Mhm. Es geht nicht darum, sich für sein eigenes Leben irgendwelche Vorteile zu erwirken. Natürlich geht es darum, einen Weg zu geben, und das ist auch Ziel der Gesellschaft, dem Freimaurer auf seinem über das freimaurische Ziel hinausreichenden spirituellen Bestrebungen einen Weg aufzuzeigen und, wie es in den Statuten sogar heißt, ihm die Möglichkeit zu geben, die mystischen Zusammenhänge hinter den Naturgesetzen zu ergründen. Mhm. So heißt es offiziell an dieser Stelle in meiner Gesellschaft. Wobei in der Pharmafraternitatis ja schon auch steht, dieses Mitgestalten an der Welt im Sinn von den Kranken helfen. Das ist ein sehr oberster Auftrag. Es gibt ein paar Regeln, die Pharma sagt, daran werden wir uns halten, die auch sehr allegorisch formuliert ist. Auch das hat einen eher allegorischen Zustand. Natürlich können jetzt, es geht darum, Kranke zu heilen, und zwar das ohne Bezahlung. Gratis, ist ganz richtig. Ja, genau. Und auch das muss im übertragenen Sinne, denke ich, verstanden werden. Denn nicht jeder kann jetzt Arzt, Heilpraktiker oder Krankenpfleger werden. Und das dann gratis anbieten. Ganz genau. So geht es halt nicht. Gemeint ist meiner Meinung nach hier eher, dass der Einzelne, der spirituell fortschreitet, auch gleichzeitig nur durch sein bloßes Wirken heilsbringend wird für seine Umgebung. Er trägt Heil in sich, er ist heiliger geworden. Und das wirkt über seine persönlichen Grenzen hinaus, zum einen durch sein Tun, durch seine aktive Tat, durch seine Rede, aber auch durchaus feinstofflich verstanden. Aber da kommt das eben auch, also auch, man muss ja das in der heutigen Zeit, wo so in die esoterischen Strömungen, in die New Age-Bewegungen, da kommen ja viele dieser Ideen, die aus Büchern, die man mitunter auch falsch versteht, durch die Renaissance, wir haben es schon angesprochen, da kommen ganz viele verschiedene Strömungen, neoplatonistische Ideen und so weiter und so fort. Und da kommen aber dann auch sehr rudimentär verstandene Ideen weiter. Und da kommt dann unter anderem auch, das ist eine der Ursachen oder einer der Gründe, wo das herkommt, man dürfe kein Geld für etwas verlangen, wenn man magisch arbeitet. Also so die Hexen, die alles gratis machen müssen und alles noch selber bezahlen müssen, und so quasi so dieses fast schon Schnorrertum auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite dieses völlige Entsagen jeglichen materiellen Dingen, hat unter anderem in diesen Strömungen seinen Ursprung, aber auch in einer völlig falsch verstandenen Idee, dieses gib dich selber auf sozusagen und
Also das ist damit nicht gemeint. Ne? Ich glaube nicht. Also aus meiner Perspektive meint die Pharma hier wirklich auch wieder, durch die persönliche innere Veränderung deiner selbst wirkst du anders auf die Welt und kannst auf die Welt auch heilsam wirken. Und das sollst du auch, und dafür sollst du auch kein Geld nehmen. Das heißt nicht, dass ein Arzt oder Heilpraktiker nicht sein Honorar erhalten soll. Also auch so ganz kurz, aber so die Hilfe zur Selbsthilfe, also in der ersten Hilfe hast du auch dieses Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Also du musst dir mal selber schauen, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst, bevor du jetzt andere irgendwo aus der Scheiße ziehst. Und das ist ein ganz fundamentales Element in der Magie und in solchen Traditionen halt auch. Ne? Ja. Also eben die Arbeit am eigenen Stein. Definitiv. Also und da ist auch wieder die Befruchtung der Ebene. Wer hat hier jetzt wen beeinflusst? Letztendlich werden wir das nicht mehr genau sagen können. Wir wissen aber, dass Freimaurer und Rosenkreuzer oft in räumlicher und auch in Personalunion vorgestellt waren. Ja, inwiefern gibt es die Überschneidungen zum Golden Dawn? Der Golden Dawn ist letztendlich von Mitgliedern der SRAA gegründet worden. Okay, also bewusst, um ritualmagisch mehr zu arbeiten, oder? Um rituell anders zu arbeiten, okay, würde ich vermuten, bestimmte Dinge, die aus dem Kontext der SRAA wahrscheinlich nicht möglich waren, in einem anderen System umzusetzen. Mhm. Ja. Aber könnte man sagen, dass der Golden Dawn eine Fortsetzung des Rosenkreuzerturms ist? Oder wäre das Den Golden Dawn würde ich durchaus auch in seinem Selbstverständnis mit zu den neuen Rosenkreuzern zählen. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach ein, aus meinem Verständnis heraus, schon ein Spin-off von der SRA. Mhm. Und es gibt es auch wieder, den Golden Dawn gibt es nicht. Der Golden Dawn hat sich auch schon ganz wieder in Weiß. Naja, ursprünglich hat es ihn schon gegeben. Ja, auf heute. Wie Crowley. Und dann alles danach. Da hat sich dann sehr viel aufgespalten und zerstreitet sich bis heute. Das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Aber auch in den Golden Dawn, aus heutiger Sicht, gibt es nicht, sondern genau. Es gab den Golden Dawn, aus dem dann ganz viele verschiedene Vereine wieder geworden sind. Mhm. Inwieweit hat sich diese Utopie verwirklicht inzwischen? Kann man da was sagen? Die Utopie, die Pharma verzeichnet? Schwierig, extrem schwierig. Ich glaube, das ist eine Frage des Rosenkreuzes generell. Wenn wir die Kreuzform bei den alten Ägyptern nehmen, so haben diese dort letztendlich die vier Seiten des Kreuzes mit den Jahreszeiten abgebildet, um aufzuzeigen, dass die Dinge zyklisch verlaufen. Also das Kreuzsymbol war für die Ägypter ein Symbol der immer wiederkehrenden zyklischen Natur des Seins. Und so ist es auch mit der Pharma, glaube ich. Die Pharma zeigt letztendlich einen, oder ist Metapher für ein Werden und Vergehen, das immer wiederkehrt. Mhm. Und so kann man die Frage, denke ich, auch nur greifen. Das Spiel wiederholt sich immer und immer wieder, nur auf einer höheren Ebene. Mhm. Und nach 120 Jahren blüht es wieder mal auf. Sozusagen. Genau. Ja. Okay. Aber ist momentan abzusehen, dass die verschwinden? Weil, wenn du sagst, 400 Organisationen. Wohl eher nicht. Würde mich jetzt eben auch wundern. Also ich denke auch, wie wir eingangs sagten, es ist ein Urbedürfnis nach dieser, letztendlich nach diesem Mysterienspiel, nach dieser Reise, die Rosenkreuzer auch abnehmen. Aber auch nach dem Wissen, dass die Rosenkreuzer hüten. Mhm. Was macht das Geheimwissen aus? Also ist klar, dass du es jetzt nicht verraten darfst, aber also das Wissen, das sie hüten. Bei den Freimaurern hast du ja gesagt, im Prinzip kann man sich das alles aus dem Netz auch zusammensuchen. Mhm. Gibt es Inhalte, die Rosenkreuzer hüten, die man nicht im Netz findet? Ja, vermutlich schon. Das würde ich aber jetzt so bei den Freimaurern auch nicht stehen lassen wollen. Okay. Du kannst dir natürlich die rituellen Abläufe zusammensuchen. Ja, das bedeutet nicht schon klar, das heißt nicht die Bedeutung. Aber für einen, und vor allem das Erlebnis. Ja klar, das habe ich eh nicht gemeint. Das ist der Punkt, den du eben nicht aus dem Netz ziehen kannst. Natürlich wirst du auch die Ritualistik bestimmter Rosenkreuzer-Organisationen aus dem Netz ziehen können. Relativ viel sogar.
Aber ich denke, vielleicht kommen wir da mal auf den Punkt, wie Rosenkreuzer und Freimaurer vielleicht sich ein Stück weit unterscheiden. Rosenkreuzerei gibt dir schon etwas sehr Konkretes, auch je nach System, aber doch auch in allen Systemen, die mir bekannt sind, ein Weg vor, wie du das machen sollst. Also da hängt schon ein tatsächliches Übungsprogramm dran. Mhm. Wo du sagst, okay, mach diese oder jene Exerzitien, diese oder jene Übung, meditiere über dieses Thema und jenes Thema. Das sind schon Dinge, die auf dem rosenkreuzerischen Weg in den meisten Organisationen vorkommen. Ja. Mhm. Also das eben, wie du richtig sagst, da gibt es einen viel konkreteren Einweihungsweg, sagen wir mal so, es gibt ja magische Strömungen, wo du, da wirst du ins Wasser geworfen und lernst schwimmen oder geh unter und man muss sich Dinge eher selbst zusammensuchen oder auch im Gemeinsamen tun, und dann gibt es ja viele Einweihungswege, die einen gewissen Weg in den Wald schon vorgeschlagen haben und schon das Gröbste ausgemistet haben und man auf den Erfahrungen anderer aufbauen kann. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ne? Das sind einfach unterschiedliche Systeme. Da muss man sich mitunter eher in eine Hierarchie einbringen oder den Weg halt gehen, der ungefähr so ausschaut und nicht darüber. Mhm. Das muss man auch wissen, dass es in diesen Traditionen, Golden Dawn, Rosenkreuzertum, da eher einen vorgefertigten Weg geht. Ja. Wie der dann individuell nochmal ausgestaltet wird, andere Sache. Sicher. Um jetzt diese zwei großen Themen noch einmal abzuschließen, wie werde ich Freimaurer, wie werde ich Rosenkreuzer? Wenn mich das interessiert, wenn unsere Zuschauer das interessiert, wie komme ich dazu? Es gibt einen, sage ich mal, idealen Weg, wie Lessing ihn beschrieben hat. Ich vertraute mich einem Freunde an. Heutzutage sind die Wege eigentlich einfacher. Ich kann mich an eine Großloge wenden, ich kann mich an eine Loge wenden, ich kann mich an bestenfalls an jemanden wenden, einen Freimaurer, wo ich sage, der beeindruckt mich. Da ist dieses, ich vertraute mich einem Freund an. Da geht es darum, ich erkenne in ihm etwas, was ich für mich auch möchte, wo ich jemanden für so gereift halte, dass ich sage, ja, das ist ein Vorbild. Warum ist der so, wie er ist? Das wäre der ideale Weg. Und dann frage ich den und das sagt er, nein, ich bin Freimaurer. Zum Beispiel. Dadurch bin ich das geworden. So. Zum Beispiel. Also Ernst und Falk als Dialog von Lessing stellt das dar. Mhm. Lessing war ja Freimaurer bei den Drei Rosen in Hamburg sogar und hat das, denke ich, in ein sehr schönes Wechselgespräch gebracht. Heutzutage, wie gesagt, du kannst. Gehe ich auf die Homepage. Du kannst eine E-Mail schreiben, du kannst einen Brief schreiben, du wendest dich an Großloge oder Loge oder sprichst einen einzelnen Bruder an. Wie gesagt, heute auch alles elektronisch möglich und dann wird man schon auf dich zukommen. Vielleicht erzählt man ein bisschen was über sich, wieso, weshalb, warum. Aber da werden auch keine Romane erwartet in aller Regel. Das wird dann eher persönlich miteinander besprochen und geschaut, ob das passen kann. Bei den Rosenkreuzern ist das etwas einfacher, wenn man jetzt nicht gerade die SRIA im Auge hat. Die SRIA nimmt, wie gesagt, nur Freimaurermeister auf. In aller Regel werden die Mitglieder, die sich interessieren, dann berufen. Bei anderen Orden gibt es auch Vororganisationen, wo erstmal geschaut wird, könnte das passen, kommt derjenige mit Mysterieninhalten klar. Oder gar, man meldet sich bei bestimmten Systemen einfach auf der Website an, zahlt seinen Beitrag und ist dabei. Auch das gibt es. Was man davon halten mag, ist eine andere Sache. Ich will mich da nicht zum Richter machen. Ich mich einmal schon. Rudolf, du weißt nicht, für wen das vielleicht in welcher Phase wertvoll sein kann. Ich sage, für mich kann das schon machen. Klar. Mach das auch einfach. Ja. Ja, weil also das war meine Erfahrung, also als ich angefangen habe, mich mit Magie auseinanderzusetzen, da findet man vielleicht langsam die Überleitung, waren zwei Dinge natürlich, die aufpoppen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das waren rosenkreuzerische Systeme in verschiedenen Richtungen und Franz Bardon, über den wir dann gleich in Folge sprechen werden. Und beides hat bei mir eher Würgereize ausgelöst, sagen wir es mal so. Also so dieses, man googelt mal, okay, Rosenkreuzer, weil auch den Mythos, der war spannend, und dann so ein,
okay, übersende uns 10 Euro Mitgliedsbeitrag, dafür kriegst du hier jetzt, wie man sich das vor 200 Jahren vorgestellt hat, du kriegst dann ein Briefstudium und du bist dann Mitglied in irgendeinem Orden, wo du dann irgendwann vielleicht nach Jahren der Ruhestudium dann auch mal eine Bannung machen. Das war, da leckt es mich doch einfach am Arsch. Also das war so mein Einstieg in diese, völlig wert, das war nicht wertfrei, aber so war mein Einstieg persönlich. Deswegen bin ich da auch etwas vorbelastet, auch bei Badern. Habe auch da meine Meinung über viele Jahre dann schon etwas abgeschliffen, aber über das werden wir dann später reden. Aber eben nur als Vorwarnung oder für, wenn man sich dafür interessiert, nicht überall, wo Rosenkreuzer draufsteht, ist dasselbe drin. Definitiv. Und das muss man schon ein bisschen versuchen. Für jeden würde sich etwas finden, wenn man sich dafür interessiert. Also da gibt es ganz viele Strömungen, welche, die mehr wirklich klassisch magisch arbeiten, welche, wo es mehr ums Meditieren geht, welche, wo es mehr um theoretische Inhalte oft geht. Das muss man eben unterscheiden. Und das, wie gesagt, bei 400 Gruppen, da kann man auch teilweise lange suchen. Ja. So ist es. Ich glaube, man wird auch dorthin geführt. Ja, man taucht in den Kraftstrom ein und dann. Du findest schon, wenn du danach auf der Suche bist, zum einen in der Freimaurerei die Loge, die zu dir passt, die Lehrart, die zu dir passt, weil da gibt es durchaus Unterschiede. Und du findest auch, wenn du dich für die Rosenkreuzerei interessierst, die Gruppe, die letztendlich für dich den nächsten Schritt ermöglichen kann. Ansonsten spuckt einem eine solche Gruppierung relativ schnell wieder aus, ganz von selbst. Mhm. Ja, ein schönes Schlusswort. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Offenheit und die Infos. Gerne. Wir freuen uns über Likes, Abonnements, Weiterempfehlungen, Kommentare, Buchtipps wie immer und in der Sendungsbeschreibung. Und jetzt zur dritten Sendung am Stück ein Marathon heute. Franz Badon. Ja, das kommt jetzt dann. Mein Lieblingsthema. Bis bald. Danke dir. Die Welt ist magisch.